Hallo und willkommen zur zweiten Kreativbuchrezension. Heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit mit dem Buch Taschen machen statt Plastiksachen. Erschienen ist das Gemeinschaftsprojekt von 7 Autorinnen im Frech Verlag und das wurde mir als Rezensionsexemplar vom Frech Verlag zur Verfügung gestellt. Deshalb ist das hier Werbung, auch wenn das meine Meinung nicht beeinflusst. Bei dem Titel ist direkt ganz klar, worum es geht, und zwar darum, Taschen selber zu machen, um Plastikmüll zu vermeiden. Das Thema Nachhaltigkeit liegt den Autorinnen sehr am Herzen, deshalb gibt es auch erstmal auf 25 Seiten einen Einblick in das Thema mit Zahlen und Fakten rund um das Thema Plastikmüll, die einen tatsächlich sehr nachdenklich stimmen, wie lange Bleistift zum Beispiel eine Plastikflasche braucht, bis sie sich im Meer in Mikroplastik verwandelt hat. Das sind zum Beispiel 450 Jahre. Das ist sehr, sehr lang. Und auch generell, wie viel Hausabfälle zusammenkommen, allein in Deutschland. Also ganz viele Zahlen und Fakten zu dem Thema. Beim Thema Nachhaltigkeit geht es auch immer darum, sein eigenes Konsumverhalten ein bisschen zu hinterfragen. Und das Buch gibt da ein paar sehr gute Denkanstöße und auch Tipps, zum Beispiel 11 Tipps für nachhaltiges Einkaufen. Aber es zeigt auch die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Papiertüten und anderen Taschen, die man benutzen kann. Und was für uns Kreative und Selbermacher auch ganz interessant ist, worauf man achten sollte, wenn man Stoffe und Wolle kauft. Und stehen so viele verschiedene Materialien zur Verfügung und wir sollten ab und zu darüber nachdenken, unter welchen Bedingungen sie gewonnen werden oder eben auch weiterverarbeitet werden. Zu Stoffwolle und Co. gibt es ein ganzes Kapitel, das die unterschiedlichen Fasern erklärt und auch welche Auswirkungen die Produktion auf die Umwelt hat. Den ersten Teil des Buches finde ich schon mal super. Das Thema Nachhaltigkeit ist sehr gut aufbereitet und leicht verständlich zusammengefasst. Nach der Einführung weiß man dann, dass es nicht nur Spaß macht, die Taschen gleich zu nähen, zu stricken oder zu häkeln, sondern auch absolut Sinn für die Umwelt. Es gibt insgesamt 17 Anleitungen für die verschiedensten Taschen. Davon sind 8 Nähanleitungen und 9 Strick- oder Häkelanleitungen. Dabei geht es nicht nur um das klassische Häkelnetz, wie hier auf dem Cover, sondern es sind sehr vielfältige Anleitungen vom Kulturbeutel über Obst- und Gemüsenetze hin zu Seifensäckchen, Tütenspender, Bestecktaschen, Rucksackbeutel, Brotbeutel, Schlüsselbundtasche, Umhängetasche, Zopftasche, Turnbeutelrucksack, Flaschentasche. Tasche ist ein lustiges Wort. Ich habe aus dem Buch 2 Anleitungen für euch getestet. Einmal aus dem Nähteil die Origami-Bag. Das ist eine große Tasche, die vor dem Nähen entsprechend gefaltet wird und daher ihren Namen Origami-Bag hat. Man sieht das hier auch, finde ich, noch, diese Falttechnik ein bisschen. Und das ist eine sehr große Tasche, die man eigentlich für alles nehmen kann. Für den Strand oder zum Shoppen. Ja, da ist jede Menge Platz drin. Bei den Nähanleitungen sind keine Schnittmuster dabei. Man muss sich das entweder selber vorher aufzeichnen und eine Schablone machen, also ein eigenes Schnittmuster machen. Oder man kann es auch direkt auf den Stoff aufzeichnen. Es sind keine komplizierten Schnitte, deshalb sind wahrscheinlich auch keine Schnittmuster dabei. Die Schnitte sind zwar nicht kompliziert, aber ich denke trotzdem, dass das Buch nicht unbedingt für Anfänger geeignet ist, denn es werden keine Grundlagen erklärt. Also man sollte schon vorher mal genäht haben, bevor man sich an diese Schnitte traut. Ansonsten gibt es Angaben dazu, welchen Schwierigkeitsgrad die Tasche hat, wie groß sie am Ende sein wird und welches Material man braucht. Bei den Strick- und Häkelanleitungen habe ich mich dafür entschieden, den Turnbeutelrucksack zu häkeln. Der besteht aus mehreren Granny Squares, die zusammengenäht werden. Die Kordeln macht man auch selber und die kann man so zusammenziehen. Natürlich dann als Rucksack tragen. Oder wenn man ihn nicht braucht, in der Tasche verschwinden lassen und hat so immer noch eine Tasche dabei, muss keine Plastiktasche an der Kasse nehmen. Meinen Rucksack habe ich aus der Organic Cotton von Schachenmeier gehäkelt. Achtung Werbung, die wurde mir zum Testen zur Verfügung gestellt. Das ist ein 100% Bio-Baumwollgarn und das fand ich jetzt sehr passend bei diesem Buch, denn die Organic Cotton wird ohne den Einsatz von Pestiziden hergestellt und die Baumwollpflanzen sind auch genetisch nicht verändert. Und das bringt uns zurück zum ersten Teil des Buches, in dem wir ja schon gelernt haben, dass man auch bei der Materialwahl darauf achten sollte, unter welchen Bedingungen die Materialien hergestellt werden. Und auch bei den wolligen Strick- und Häkelanleitungen muss man wieder Grundkenntnisse mitbringen, um die Anleitungen aus dem Buch nachzuarbeiten. Es werden keine Grundmaschen oder generell Grundlagen erklärt. Ich will hier aber niemanden entmutigen. Wer sich trotzdem als Anfänger zum Beispiel diesen Turnbeutelrucksack häkeln möchte oder einer der anderen Anleitungen,
dann sucht euch einfach irgendwo aus dem Internet oder aus anderen Büchern die Informationen für die Grundlagen und traut euch trotzdem an die Projekte. Ich finde es ein bisschen schade, dass bei den Anleitungen nicht direkt steht, welche von den 7 Autoren diese geschrieben hat. Das würde noch einen persönlicheren Bezug geben. Aber ich habe hinterher gesehen, ganz hinten, wenn man denn wissen möchte, wer welche Anleitung geschrieben hat, stehen dann die Namen und die Seitenzahlen, wer für welchen Inhalt verantwortlich ist. Mein Fazit: Das Buch bietet tolle Ideen, um Einwegverpackungen durch langlebiges, schönes und kreatives zu ersetzen. Außerdem bietet es Informationen und praktische Alltagstipps rund um das Thema Zero Waste. Für absolute Anfänger sind die Anleitungen nicht geeignet, aber wer ein paar Grundkenntnisse mitbringt, kann die Taschen super nacharbeiten. Und wie der Buchrücken schon sagt, will ich euch dieses Buch empfehlen, weil Kreativität eben manchmal auch die Welt retten kann. Wenn du die nächste Rezension nicht verpassen willst, dann folg mir doch auf Instagram oder abonniere meinen YouTube-Kanal.